Jahrelang hatte ich eine Zornesfalte, die mich wirklich extrem gestört hat. Sie hat mich älter aussehen lassen und mein Gesichtsausdruck war irgendwie unfreundlich. Ich habe so viel ausprobiert, um etwas dagegen zu tun, aber nichts hat geholfen. Zum Schluss war ich wirklich verzweifelt. Das hat mir neulich eine Dame erzählt, die ich auf einer Veranstaltung kennengelernt habe. Sie ist ca. 50 Jahre alt und hatte, seit sie Anfang 30 war, eine wirklich ausgeprägte Zornesfalte. Somit sah sie schon wirklich früh älter aus, als sie eigentlich ist bzw. sich fühlte. Und niemand will älter aussehen, als er eigentlich ist. Sie hat also beschlossen, etwas gegen ihr Problem zu tun und hat begonnen zu recherchieren. Vor vielen Jahren stieß sie dann auf Botox. Das war damals die einzige Möglichkeit, um etwas gegen diese Falten zu tun, so dachte sie. Und hat dann damit begonnen und sich alle 6 Monate quasi hier Botox injizieren zu lassen, um die Muskulatur lahmzulegen und etwas gegen die Zornesfalte zu tun. Und es hat funktioniert. Zumindest vorübergehend war die Falte weg und die Stirn super glatt. Leider musste sie aber sehr schnell feststellen, dass Botox nichts Nachhaltiges ist und sie wirklich alle 6 Monate zum Doc gehen musste und wieder Zeit und Geld investieren musste, um ihre Stirn zu glätten. Zudem entwickelte sie nach und nach eine Abneigung dagegen, sich dieses Nervengift in die Stirn injizieren zu lassen. Und je informierter sie wurde und je bewusster sie lebte, desto mehr wollte sie mit diesen Strapazen aufhören. Es war ganz klar, eine Lösung musste her. Und so hat sie beschlossen, mit Botox aufzuhören und sich wieder zu informieren. Sie stand also wieder am Anfang ihres Problems. Sie hatte wieder diese Zornesfalte, wusste nicht, was sie dagegen tun konnte. Und was dazu kam, ist, dass sie durch das zueinanderziehende Augenbrauen irgendwann Spannungskopfschmerzen bekommen hat. Denn natürlich durch das Zusammenziehen der Augenbrauen verspannt die Stirn immer mehr und so können Kopfschmerzen entstehen. Vor gut einem Jahr stieß sie dann durch Zufall auf Gesichtsyoga und hat gelernt, wie sie durch Gesichtsyoga ihre Stirn entspannen kann, faltenproduzierende Gewohnheiten ablegen kann und so etwas gegen ihre Zornesfalte zu tun. Durch Gesichtsyoga hat die Kundin also gelernt, ihre Zornesfalte selbst in den Griff zu bekommen und diese Falte zu glätten. Natürlich ist sie super glücklich mit dieser Lösung. Und nicht nur das, sie konnte nicht nur etwas gegen die Zornesfalte tun, sondern das ganze Gesicht wurde gestrafft und sieht jetzt irgendwie geliftet aus und um Jahre jünger. Natürlich freut sie das mit 50 sehr. Botox und Schönheitsoperationen kommen für diese Dame nicht mehr in Frage. Sie ist super glücklich, dass sie kein Geld und keine Zeit mehr aufwenden muss, um quasi hier Botox spritzen zu lassen. Eine Zornesfalte entsteht über Jahre. Sie hat aber nichts mit dem Älterwerden zu tun. Durch Gesichtsyoga wird ein Bewusstsein geschaffen, das es dir ermöglicht, dir die eigene Mimik bewusst zu machen, sodass du keine Falten im Gesicht mehr machst. So glätten sich bestehende Falten und du kannst außerdem Falten vorbeugen. Und das Beste daran ist, es ist super nachhaltig, denn du gibst einmal Geld dafür aus und lernst, was du lernen kannst, um etwas gegen die Falten zu tun. Und das war's. Du brauchst nicht alle halbe Jahr Geld und Zeit investieren, um schön zu sein. Und genau darum geht es. Ein natürlicher und schöner Weg, um etwas gegen Falten zu tun und unnötige Alterungserscheinungen zu eliminieren. Und wenn du genauer wissen möchtest, wie dir Gesichtsyoga dabei helfen kann, zum Beispiel etwas gegen die Zornesfalte zu tun, dann schau dir das nächste Video an.